Willkommen zurück zu einem nächsten Part von der Fluch von Noxramos, sein auf sein Abenteuer. Wie ich schon angekündigt habe, es ist noch nicht vorbei. Wir haben noch eine letzte Klassenherausforderung, die wir nun bestehen möchten. Und zwar der gute Paladin gegen Kaltesat. Seth. Wir kriegen... Oh, Rächer. Das ist geil, das ist so wie die vier Reiter benutzen. Das ist echt, das ist nicht schlecht. Was für nur ein Mana. Ist diese Karte nicht benutzt werden darf. So, los geht's. Mal sehen, was für ein Deck man spielen darf. Uta gegen Kaltesat! Endlich lernen wir uns kennen. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Euer Echo schon. Und ich mit gigantischen Dienern und vernichtenden Zaubern. Viel Glück. Ja, witzig. Ich glaube, das sagt er, weil man ja jetzt mit Uta spielen oder nicht sagen kann, wisst ihr nicht, was mit Uta passiert ist? Und vielleicht gibt es ja für jeden Satz eine andere Begrüßung. Jedenfalls interessant. Und noch ein Echo-Schlamm. Ich werde das Blut in euren Adern gefrieren lassen! Wusch. Alter, wie viel Echo-Schlamm? Willst du mich verarschen? Für den Kreuzzug! Nein! Das war ein Fehler. In der Tat! In der Tat! Hilft Alpizin, halt die Frist. Okay. Mein Schild für uns an! Dann wird 2-3er kopiert. Auf in die Bresche! Wusch, besser. Doch, ich dachte schon so, what the fuck? Screwjob mit 6. Ja, jetzt kann ich Echo Schaden mit Segen den König gehen. Das ist heftig, ich glaube, das ist der Zweck dieses Decks. Untertanen. Ja, weil die seine Rüstung nie geändert hat, das ist sie geändert. Was wir machen. Hat einfach eiskalt mein Zug beendet. Dieser Kind. Auf in die Bresche! Halte ich mir erstmal. Gerechtigkeit. Jetzt kommt schon ein Wirbel da. Nein, kann er nicht. Nerviger Blizzard. Oder ein Sandstorm. Ich weiß es nicht. Was soll man machen? Ja, schön rächen. Melde mich zum Dienst. Lol.
Schwert der Gerechtigkeit. Nice. Befolgt die Regeln. Verschiedene Kunde. Das war's. Wenn einer stirbt, dann wird einer um 3 plus 3 plus 2 wird so komplette Verweisen. Jetzt konnte er seine Kette nicht ernst. Oh mein Gott. Haha, er ist so drauf reingefallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. This is a complete annihilation. Das war eure letzte Warnung. Oh, so. Gut gespielt. Ha, selbstverständlich habe ich gut gespielt. Ich bin schließlich der Zusatz. Für die Gerechtigkeit. Und der geschlagen ist. Wir sehen uns in der Rutsche. Was ist, wenn ich mir Rutsche sehe? Das sagt er dann. So, die Rächer bekommen. Wir schauen uns mal an. Jetzt haben wir wirklich alle Karten, die wir bekommen können von der Kraft. Alle Karten haben wir sie bekommen. Wer ist es? Rächer. Einige Paladine haben sich zum Hammer des Gerechten zusammengeschlossen und sorgen jetzt gemeinsam für Gerechtigkeit. Ihre Anwälte konnten sie mit Mühe und Not davon abbringen, sich die Liga der Gerechten zu nennen. Die Liga der Gerechten. Nein. So. Brecher. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen für diesen Part von Nux Ramos. Jetzt kommt die Heroic-Buzzle. Ich will nicht Mami.